Ja, hallo und herzlich willkommen in den 80ern, würde ich mal so sagen. Ja, um genau genommen in den 1986er. Das ist eine Zeit, wo ich dann, der ich 15 war und 16 wurde. Und ja, wir spielen Mission X auf den Commodore 64. Okay. Das zeige ich euch. Es ist tatsächlich der richtige 64er hier. Da ist er echt mit Diskettenlaufwerk. Da ist das. Gut, ich kann leider Kabelleiter kurz zu kurz. So. Könnt ihr sehen ein bisschen, ne? Ja, gesehen. So. Jetzt könnt ihr mich wiedersehen. Ah. Ja, ich traue mich mal an ein Textadventure. Ich weiß, ich bin nicht der beste Vorleser. Ja. Das legen wir jetzt ein. Das sind so ein paar Tipps zum Spiel. Und dann tun wir hier dieses wunderschöne Stück rein. Ja. Dieses Stück Hightech. Lauf hier rein. Ja. So, ja, Musik kommt in diesem Spiel, glaube ich, nicht vor. Entschuldigung. Die Musik kommt in diesem Spiel leider nicht vor. Deswegen ist Windows so freundlich, uns mit Musik zu beglücken. Hm. Das ist übrigens der Ladebefehl von für Disketten. Und mit automatischen Starten, ja. Dann lädt er gleich die erste Datei, also die wichtige, und dann startet er das Programm. Ja, irgend sowas. Genau. Ist bei mir alles auch ein bisschen her. Aber diesen Befehl kenne ich halt. Ich weiß gar nicht, ob der das Ding rattern hört. Das Ding ist so schön. Das ist ein Diskettenlaufwerk von Commodore, der 1541. Und der rattert ganz schön. Ich habe den auch ein neueres davon. Das ist der 1541-2. Wenn ich es richtig sehe, ja. Genau, der ist ganz leise. Aber den wollte ich nicht haben. Ich wollte diesen großen alten Ratternen. Ich will das hören und spüren, dass das hier läuft. Und es geht los. Aktenzeichen X14, Top Secret. Einmal kurz die Geschichte. Als du gerade das neue Rezept Rührei à la 007 ausprobieren willst, geht diese. Was? Also ein komisches Zeichen, Funkgerät an und deine Zentrale meldet sich. Kommen Sie unverzüglich ins Büro. Wir haben einen dringenden Auftrag. Der Chef erwartet Sie schon. Als Sie als Spitzenagent stehst du trotz Rush-Hour innerhalb 3 Minuten vor seinem pompösen Sessel und du hörst Folgendes. Wir haben hier einen schweren Auftrag für Sie. Ein Wissenschaftler der Armee, der lange an C-Waffen gearbeitet hat, bedroht die ganze Welt mit einem Gas. Das Gas heißt X-14, der Titel des Spiels, und hat eine absolut tödliche Wirkung. Seien Sie vorsichtig, dieser Professor ist ein Wahnsinniger. Er muss unbedingt unschädlich gemacht werden. Achten Sie auf das Gas. Wir alle hoffen auf Sie. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Als du das Büro verlässt, denkst du, hoffentlich sind die Eier fertig, wenn ich zurück bin. Ja, so, das ist einmal so eine sehr einfache Vorgeschichte. Zum Glück auch. So. Diskettenlaufwerk eingeschaltet lassen. Taste drücken. Alte Spiel laden. Nein, ich werde auch nicht speichern können, weil das ist die Originaldiskette. Ich habe jetzt keine Kopie gemacht. Wir spielen einfach, wie weit wir kommen. Machen ein Stündchen. Hoffe ich, ist ein Stündchen wert, wenn nicht gestört wird. So. Oh, mein Bild ist im Wege. Ich muss mich mal ein bisschen zur Seite tun hier. So. Ich hoffe, das stört nicht beim nächsten Mal. Was soll ich auf der anderen Seite tun? Ich schwupp mal rüber auf der anderen Seite. So, schwupp bin ich auf der anderen Seite. In deinem Haus. Ausgänge 0. Na, du findest dich im Wohnzimmer deines Hauses. Das Zimmer ist sehr gemütlich eingerichtet.
Inmitten einer Schrankwand steht ein Fernseher. Auf dem Schreibtisch ein Funkgerät. Und neben der Tür hängt ein Schlüsselbrett. Stopp. So. Okay. Illegal, also ein Schlüsselbrett. Okay, okay. Okay, es tilt gerade ab. Wie ungünstig. Was soll denn das? Hallo, lass mal, es funktioniert. Das ist aber doof. Wir starten nochmal neu. Ja, es funktioniert hervorragend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wo man jetzt abstürzt. Der Plan läuft ja hervorragend. Ich schneide es. Ups, ich schneide es auch nicht raus. Ich lasse das so drin. Damit ihr mitleidet, heißt ja. Das sind die Widrigkeiten, die man da in den 80ern hatte. Sind ja zu viel Störgeräte. Ich habe das vorher natürlich weit weg von hier meine ganzen Technik gemacht. Getestet. Jetzt sind hier Telefone, Computer, Mischpult, Festplatten, alles in der Nähe hier. Und Lautsprecher. Das könnte natürlich zu Störungen führen. Ja, programmiert ist es von Christian Kratsch. Kratsch. Ja, Vorrat 86 natürlich, ja. Eurogold ist natürlich, ja, natürlich. Prost. Ja, zieht sich. Das hier hat nichts. So, wir bekommen kann das. Haben schon 7 Minuten verballert. Ich wollte das nur mal kurz ein bisschen mit euch anspielen. Vielleicht werden wir irgendwas als Stream das mal komplett spielen. Aber dafür habe ich ja keine Zeit. Nein. Alles klar. Du befindest dich im Wohnzimmer. Und es stürzt wieder ab. Was ist denn da los jetzt? Das ist doch wie verflucht, oder? Kabel nicht ordentlich drin. Das ist doch echt. Das ist echt hartes Mobbing. Ein Video raus, sich hier. Ja, Resektfall habe ich nicht. Ich muss das wieder neu laden. Das ist doch nicht so lang. Merkwürdig. Nochmal. Das kann man auch sehen. Ist irgendwas nicht in Ordnung mit der Diskette? Das ist alles perfekt hier. So. Ach ja. So, auf geht's. Hm.
Dann muss ich mal das Diskettenlauf hier mal den Liesekopf sauber machen. So. Wollte das einfach zusammenklappen, das kann ja auch hier neben Commodore liegen. Das ist echt irgendwie zu sehr gestört wird hier. Ach, das wäre mal ärgerlich. Ich habe keinen vor, ich habe nicht vor, einen Emulator zu benutzen. Ich habe schon lange damit gespielt, also warum funktioniert er jetzt nicht? Nee. So, du befindest dich im Wohnzimmer deines Hauses. Das Zimmer ist sehr gemütlich eingerichtet. In einer Schrankwand steht ein Fernseher. Auf dem Schreibtisch ein Funkgerät und neben der Tür hängt ein Schlüsselbrett. Na, dann nehmen wir erstmal. Was? Was habe ich denn gemacht? Hier liegt. Achso, Schlüsselbrett. Okay, ich wollte das gerade schreiben. Okay, hier liegt Pflaster und Geld. Nimm Pflaster. Und nimm Geld. Geld aufgenommen. Aha. Lass dir das Geld aufgenommen haben. Jetzt sehen. Hier. Zum Funk. Okay. Wie hat er Funkgerät geschrieben? Habe ich gar nicht gesehen. Geld. Geld. Kann er das? Was? Funk? Ich habe jetzt nicht gesehen, wie er es beschrieben hat. Verstehe ich nicht. Was sehe ich? Verstehe ich nicht. Jetzt natürlich muss man die ganzen Befehle kennen. Dafür hat mir eine Hilfe besorgt. Es gibt nämlich so ein paar Schlagwörter, die man nutzen muss. Ein guter Agent weiß sich immer selber zu helfen. Na, danke. N-Nord, können wir die Richtung gehen? I-Inventar. Drinks bei dir. Okay, das funktioniert schon mal. So, starte. Nee. Wollen wir nach Norden gehen? Kannst dich dort nicht hingehen. Also warte mal, ich habe mal diese erste Seite hier liegen. Du findest dich im Wohnzimmer, bla bla. Zimmer ist ein gemütlicher, bla 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 bla. Haben wir auch. Fernseher, Schreibtisch, ein Funkgerät.
Ein Hörfunkgerät, ein Hörfunk. Okay. Funkgerät? Verstehe ich nicht, versteht Funkgerät nicht. Mhm. Benutze. Umlaut gibt es auf der 64er Tastatur nicht, deswegen schreibt man R als AI. Verstehe ich nicht. Okay, dann kann ich diese Befehle nicht ausführen. War vielleicht auch alles, was ich mitnehmen kann. Schlüsselbrett. Warte mal, der hat auch hier Himmelsrichtung gesagt, wo was ist, ne? Warte mal, Moment. Sehr gebliebige Raum. Ne, da steht keine Himmelsrichtung. Schrankwand. Peria Norden steht an dem Fernseher. Mhm. Auf den Schreibtisch ein Funkgerät. Aber der wäre ja dann. Da wäre dann ja Westen. Du kannst da nicht hin. Mhm. So, kann ich überhaupt irgendwas machen? Nehmen wir die Himmelsrichtung an. Ach, nach Ost geht's. Hat bestimmt die Hälfte vergessen mitzunehmen. Ja. Vielleicht war auch nicht mehr mitzunehmen. Du stehst auf der Straße vor deinem Haus. Auf der Straße parkt dein alter Wagen. Der Wagen steht zwar nicht mehr ganz. Sieht zwar nicht mehr ganz neu aus. Er fährt aber immerhin. Eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Stopp. Okay. Gut. Dann. Oh Gott. Das ist halt wieder in den Osten gegangen. Also, Haus. Auf der Straße packt dein Auto. Achso, ja. Das haben wir schon. Dann benutze. Auto. Verstehe nicht. Also extra die Befehlsfelder ausgedruckt, benutze ich die einfach nicht mal. Was haben wir denn hier? Betrete, Luke, Eingang, Fessel, Fuck, Hörs, Gehe, gib ein, greife, halte, ist, kaufe, klettere, küsse, lade, lege, gieß, nimm, öffnen, öffne. Auto. Es passiert nichts. Hä? Okay. Stepper ist der. Sonst wäre was wieder nach ins Haus wieder rein irgendwie. Also gehen wir nach Osten. Kannst du ja nicht hin. Norden. Westen. Ah, ich wieder drin sind. So. Untersuche Schlüsselbrett. Hä? Wenn man die ganzen Wörter nicht kennt. Brett. Irgendein Autoschlüssel. Mhm. Autoschlüssel aufgenommen. Dann gehen wir nach Osten.
So, und dann da machen wir ja, das kostet. Alles klar. So, nehmen wir im Auto. Ah, gut, du stehst mit deinem Wagen vor deinem Haus auf der Straße. Okay. So. Dann fahre. 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 So. Von Süden. Wo soll man das eigentlich alles wissen, wo man fahren muss? Weil da ist auch kein Handbuch bei. Das Cover habe ich, aber kein Handbuch. Du findest dich mit deinem Wagen auf einen größeren, was ein Kind im Bett bringt, größeren Parkplatz vor einer hohen Bürogebäude. Du befindest dich mit deinem Auto auf einem großen Parkplatz vor einem hohen Bürogebäude. So, meine Güte. So, alles klar. Weiter. No. So, haben wir, haben wir Option. Steige aus. Schloss. Steigen wir mal aus. Du stehst auf dem Parkplatz vor dem Geheimdienstgebäude. Hinter dir auf dem Parkplatz steht dein Wagen. Okay. Dann gehen wir nach Süden. Du befindest dich in einem langen Flur im Geheimdienstgebäude. An der Wand hängt ein Wegweiser. Okay. Hier liegen Koffer. Hinter dir verschließt jemand die Tür. Na super, habe ich eingespart. Dann nimm Koffer. Oh. Hat's alleine nicht genommen. Nimm. Koffer. Koffer aufgenommen. Dann gehen wir noch weiter nach Süden. Du stehst im Archiv des Geheimdienstes. Vor dir sitzt ein Mann auf dem Boden und stöhnt. Hier herrscht ein furchtbares Durcheinander. Okay. Was schreibe ich denn da? Bin ich behindert? Untersuche. Der Mann hat eine leichte Verletzung am Kopf. Er braucht einen Verband. Okay, wir müssen einen Verband finden. Gehen wir mal nach Westen, suchen wir nach einem Verband. Wir haben nur Pflaster, ne? Wir haben keinen Verband. Du findest dich im Labor des Geheimdienstes. Vor dir steht ein Laborant. Das Labor ist für alle technischen Angelegenheiten zuständig. Das Labor ist für alle technischen Angelegenheiten. Vor dir steht ein Laborant. Machen wir Sprich oder Rede, was haben wir denn da? Trete. Geh, gib.
kann ich fragen, ne? Befrage Laborant. Verstehe nicht. Hm. Dann vielleicht. Ich habe den Koffer, vielleicht braucht er den Koffer, gib Koffer. Was soll ich das geben? Eine schwere Detonation erschüttert das Gebäude. Die Wände wanken. Die Decken stürzen herab und begraben dich unter sich. Ich glaube, wir sind tot. Okay, ja. Ja, schade. Ja. Schauen wir mal nächstes Mal nach. Ah, schade. Tja, das war mal ein kurzes Anspielen. Ich werde es nochmal versuchen. Bei Twitch in einem Livestream. Heute Nacht vielleicht, oder? Wisst ihr ja gar nicht, wann das das hochlade. Bringt ja auch gar nichts, euch das zu erzählen. Ha, schade. Also irgendwann in den Livestream. Ihr müsst Glück haben. Es ist immer spätabends. Eher so zu Mitternachtszeit. Wenn ich ein anderer wichtiger Streamer gerade online ist und dass ich den lieber gucke, als selber zu streamen. Ha, das ist halt Pech. Alles klar. Wir machen mal hier das Bild aus von dem. Oh, also, haben wir ein schönes Bild hier. So, alles klar. Ja, dann habt euch wohl und bis demnächst. Euer Jockel. Ciao.